Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und ihr seht heute einfach mal eine kleine Runde Battlefield 4. Ich habe mir das Spiel nämlich vor kurzem für 5 Euro im Origin Sale gekauft und da ich ja Battlefield 3 kostenlos bekommen habe durch die Aufs-Haus-Aktion, dachte ich mir eigentlich für 5 Euro kann man sich auch mal Battlefield 4 gönnen, weil ich mir auch Battlefield 1 wahrscheinlich holen werde und ja, einfach mal um so ein bisschen wieder Abwechslung reinzubekommen. Und ihr seht jetzt hier so gesagt offiziell die erste Runde mit dem lieben Madison. Runde Conquest hat eigentlich ganz schön Bock gemacht und die wollte ich euch jetzt einfach mal uncut an der Stelle zeigen. Bitte flamet nicht, dass ich schlecht bin, ihr könnt mir Tipps geben und so weiter, wie immer natürlich. Wenn ihr mehr von Battlefield 4 sehen wollt oder generell von solchen Stuff, das vielleicht auch als Gameplay, könnt ihr das in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ach, das sieht schon übel geil aus, ne? Muss man schon sagen. Wie geht's ab? Oh, oh, oh. Was ist da los? Russische Sprache. Granate, Pitabo. Lol, alles klar. Ich glaube, wir können rein, oder? Ah ja, die Granate. Oh lol, Alter, ja, genau. Böllert halt noch eure ganze Kacke hier rein. Oh, der hat mich gekriegt. Ich hab den nicht mal. Ach, der da oben hat mich gekillt, wow. Das ist kein Infil, was ich gehofft habe, aber ich hab einen Granatwerfer. Geht doch down. Nee. Ach stimmt, hier prallen ja Granaten auch so eklig an der Wand ab, nicht wie bei CS. Alter, der Granatenschüsse einfach durchgeflogen. Also wenn du mit dem Granatwerfer jemanden töten musst, musst du vor die Füße schießen. Hallo? Kann ich einmal durch? Klar, der Revive wird accepted, klar doch. Irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Alter, wie das aussieht, das ist übel, gell? Normal sieht auf den Granatwerfer schon ein bisschen okay. Alter, was geht hier ab? Wo? Hier oben. Ich sehe halt nichts, weil da nur Rauch ist. Kann man hier eigentlich auch durch Wände durchschießen? Ach, du kannst die Wände jetzt ausschießen, wenn du das meinst. Also draußen auch. Ich guck mich mal kurz um, ich geh mal raus, Alter. Es sind einfach mehrere Fronten, die sich richtig festgefahren haben. Ja, das ist sowieso ja bei dem Game auch so. Ach, du bist davon? Oh, Leute, hier ist eine Granate. Ein bisschen. Oh Gott. Why? Okay, da ist der am Eingang. Die Situation hier drin ist echt der Hammer. Ja, meine ich ja. Die ist einfach schön. Das ist mein Stellungskrieg, Alter. Und die böllern hier schon seit einer Viertelstunde rum, Alter. Ja, das Problem ist, die haben halt da hinten den einen Punkt von dem Griff da drin. Ja. Wir kommen, das heißt, wir werden das Lauer einfach verlieren. Ich messe ja gerade immer mal ein paar Granaten da durch. In der Hoffnung, vielleicht irgendjemanden da umzuböllern. Ah, T ist es, damit kannst du das Visier ändern. T? T. Ah, okay, ich hab kein änderbares Visier. Oh. Halt die Fresse. Die Situation ist unter aller Sau hier draußen. Also, das ist geil gemacht, ey. Das ist halt übertrieben, dein ganzer Screen moved halt 24-7 rum. Raffst halt gar nichts, das ist komplett das Gegenteil zu CS, Alter. Also momentan fühlt es sich sehr, sehr flüssig an. Die haben das hier so ein bisschen zurückerobert, ne? Ja, drin, wa? Mit dem Blatt jetzt wieder. Das ist doch nicht mal Gegner. Hä, ist denn nicht A? Und B, die Seiten, von denen wir gekommen sind? Er brennt. Ich hasse diesen Kammerverschluss. Oh, da ist er noch Gegner. Taktisch mal vorbeirennen.
Ach, ich muss noch 4 Leute killen für das Reflexvisier. Zur Seite, denn ich weiß es nicht, ich hab das oben. Ja, das war absehbar.